Szenenwechsel verkehrt, aber schön, dass mein Stream die ganze Zeit unter Hell der Blues angeblich angezeigt war. Also bei mir im Browser war es unter True Colors angezeigt, aber hier über mein Twitch bin ich ja gerade auch gesehen, ja, erstmal noch über Hell Let Loose angezeigt. Gut, nach 7 Stunden 48 kann man das ja sich auch mal anzeigen lassen, ne? Ist da zum Kotzen, ganz ehrlich. Okay. So. Ja, Adi! Mit so viel positiver Musik kotzen wir zum Strahlen. So. Wo gehst du hin? Wirst du es ihr sagen? Oder muss ich es tun? Sei doch nicht so laut. Gut, ich mach's. Alex, Dad ist seinen Job los. Schon wieder. Und wir sind pleite. Schon wieder. So redest du nicht mit mir. Du glaubst alles zu wissen, aber du weißt längst nicht alles. Denkst du, ich hab mich selbst entlassen? Es ist okay. Wir kriegen es hin. Ich könnte... Keine Ahnung, Dad. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen essen. Wir können ein paar Platten verkaufen. Oder was ist mit meiner Gitarre? Alex, was ist nötig, damit du endlich aufhörst, ihn zu verteidigen? Wenn deine Mutter dich sehen könnte. Lass Mom da raus. Gabe! Hör auf, sie dauernd als Ausrede zu benutzen, um dich wie ein Stück Scheiße zu verhalten. Fass mich bloß nicht an! Verdammt nochmal! Scheiße. Alex! Mir geht's gut. Es ist okay. War ein Unfall. Alex, ich wollte dich nicht... Papa, es ist okay. Wirklich. Ich bin nicht verletzt. Oh, Leute. Ich schaff das alles nicht mehr. Papa? Zu viel. Bald kommt jemand vorbei. Diese Frau vom Jugendamt. Schon bald. Er brauchte Hilfe. Papa! Es tut mir leid. Angst, Trauer. Wo bin ich? Ich bin in der Wohnung. Nee, ich bin. Wo bin ich? Hey, kann ich dich etwas fragen? Welches Waisenhaus ist das? Das in Grand Park? Dachte, es wäre schöner. Ich kann nicht mehr, okay? Ich kann das nicht. Du musst, leider. Musst du aber. Nein. Du musst ehrlich sein bei dem, was du siehst. War ich. Bin ich. Und jetzt bin ich fertig damit. Nur fast. Nicht ganz. Du bist 12, ich bin 16. Ich klaue ein Auto und lande im Jugendknast. Gabe, bitte. Dann wirst du 13, dann 14, 15.
Waisenhäuser, betreutes Wohnen, muffige Zimmer in seltsamen Häusern von Pflegeeltern. Und mit 17 hast du dann alles erlebt. Irgendwann in dieser Zeit beginnst du Dinge zu fühlen. Deine eigenen Emotionen sind dir fremd. Du hast nichts. Niemanden. Du bist allein. Ich will das nicht. Alex. Spiel deine Rolle. Spiel deine Rolle. Meine Rolle spielen. Wut. Ich versteh's einfach nicht. Warum kann ich meine Gitarre nicht haben? Ach, das hatten wir doch schon, Alex. Deine Gitarre bleibt im Hobbyraum. Du kannst in deiner Freizeit spielen. Das ist scheiße! Was soll ich denn mit ihrem Hobbyraum? Ich brauch sie doch bei mir im Wohnheim. Alex, das reicht. Wir können dir deine Gitarrenprivilegien auch ganz entziehen. Wär dir das lieber? Ihr dürft das nicht! Die Gefühle der anderen sind so laut. Ich brauche etwas, um mich abzulenken. Ich habe mal eine Gabel mitgenommen und unter meinem Kissen versteckt. Nur um, ihr könnt mich mal zu sagen. Wunder müssen Sie jederzeit an Ihren Zeitplan halten und dürfen nicht außerhalb der zugeteilten Freizeit im Wohnheim herumlungern. Gläser und Besteck gehören nur in die Kantine. Bringt diese nicht mit ins Wohnheim. Gäste, die keine Bewohner sind, sind im Wohnheim nicht erlaubt. Die Lichter gehen jeden Abend um 21 Uhr aus. Keine Musik, kein Fernsehen, keine Bildschirme nach Ausschalten der Lichter, Nicht-Einhaltung der Regeln resultiert in Disziplinarverfahren. Fickverein. Das scheint ein richtig dufter Laden gewesen zu sein. Aber abfucken hätte mehr gebracht. Gott, die haben mir so viele Pillen gegeben. Pff, okay. Pillen. Haben die denn je gewirkt? Einige haben geholfen. Ein bisschen. Aber keine so richtig. Zu ihrer Verteidigung, Mutantenempathie ist noch nicht so erforscht. Arschloch. Ist bestimmt abgeschlossen. Ist wohl Ausgangssperre. Sieht aus, als bleiben wir hier. Es war nicht erlaubt, Gläser ins Wohnheim zu bringen. Also mussten wir aus diesem Teil trinken. Wie Hamster in einem Käfig. Aber wenn du einem Hamster ein Glas gibst, wirft der anderen Hamster dieses Glas nicht an den Kopf. Ich habe jeden Tag eingeschrieben. Fuck. Hm? Oh, abgekackt. Warte mal, habt ihr das jetzt alles gar nicht gesehen? Kann es sein? Ich dachte eigentlich, war ein Menü drin. Ich habe wohl ein paar Tage verpasst. Na gut, ihr habt ja zum Glück nicht ganz so viel verpasst. Und wie geht's dir so, Shu? Krass, wie lange du das Ding schon hast. Das Ding war mein einziger Freund, seit du weg warst. Es hieß immer, der Laden sei kein Gefängnis. Vielleicht waren sie um deine Sicherheit besorgt. Kann sein. Warum auch immer, das Resultat waren Gefängnisgitter. Damit hätten sie auch gleich uns alle markieren sollen. Dachtest du echt, du bist ihr Eigentum? Wir gehörten ja niemandem sonst, oder?
Ich erinnere mich an das Mädchen, das das geschrieben hat. Sadie? Sally? Irgendwas mit S. Ihr wart anfangs Freunde, oder? Am Anfang schon. Aber dann bin ich vor ihr ausgeflippt und das war's dann. Genau wie bei allen anderen. Schick. Jeder hatte ein gutes Outfit. Wir trugen es, um die Eltern zu treffen. Hat's geholfen? Ich denke, du kennst die Antwort auf diese Frage. Alle Emotionen hier? Doch so fast gar nicht. Also sorry, dass ich jetzt vielleicht 5 Minuten verpasst habe. Mich nur hören konntet bei Standbild, sozusagen. Im Endeffekt, wir haben bloß den Streit nicht gesehen, wie mein Vater im Endeffekt ausgeholt hat und mir einen Ellbogen ins Gesicht geschaut hat, da er mich nicht sah, aber ansonsten... Nö, nicht viel. Wie ein Vieh auf der Weide. Sie hat so viel durchgemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir für so ein Mädchen bereit sind. Hier steht, sie ist sensibel. Was bedeutet das? Ich frage mich, warum sie nie ein Zuhause gefunden hat. Ich bin sicher, dass sie ein nettes Mädchen ist. Aber sie passt nicht zu uns. Sie ist schon echt alt, oder? Das ist doch das Mädchen, das sich so oft geprügelt hat, nicht wahr? Ich würde gern helfen. Wirklich, aber... Aber sie ist irgendwie... Seltsam. Kaputt. Falsch. Hass erfüllt. Muss ich leider so sagen. Du weißt, was gedacht wird und nur auf Ablehnung stößt. Traurigkeit, Verzweiflung, Hass. Und da sitzen wir im Scherbenhaufen. Tut mir leid. Warum? Du musst es sehen. Was sehen? Dass niemand mich gewählt hat? Bullshit. Niemand hat dich gewählt. Right. Niemand hat dich gewählt. Steph. Niemand wollte dich. Gabe. Mama ist gestorben. Papa ist weg. Ich bin abgehauen. Du konntest uns nicht halten. Es war mein Job, uns alle. Du warst 11 Jahre alt. Raff das. Du warst 11 Jahre alt. Du warst ein Kind, Alex. Lass gut sein. Vergib dir. Leute gehen. Das Leben wird hart. Manchmal ist alles nur noch scheiße. Mach es besser. Sei wütend auf Papa. Vermiss Mama. Fuck, sei wütend auf mich. Aber gib nicht auf. Niemand hat dir zu sagen, wie viel du wert bist. Und niemand hat das Recht, dir dein Leben wegzunehmen. Kämpfe. Bin ich sicher, ob ich... Du hast eine Gabe. Etwas, das du nicht einmal verstehst. Du kannst die Welt verändern. Sie besser machen. Jetzt steh auf. Was? Steh auf und kämpfe. Wir sind im Sterben. Nur... Wir sehen es nicht ein, oder? Ich glaube nicht. Achso, wir haben gebrochene Rippen. Okay, aufstehen machen wir langsam.
ganz langsam. Langsamer. Viel langsamer. Oh, Lämpchen. Ja, was ist hier unten? Ein Streichholz. Luftkaffee. Das könnte echt scheiße sein. Ich spreche da nicht aus Erfahrung. Ein Moment der Erleuchtung. Wie geht es uns? Heute an einem beschissenen Tag? Wir können laufen, wir können atmen. Ich muss einen Weg hier rausfinden. In andere hinein, genau wie Jet gesagt hat. Ich entscheide mich bewusst, nichts reinzulesen. Ich könnte gerade echt lachen, wenn es nicht so wehtun würde. Ja, vor. Ich verstehe sie aber. Wie lange ist dieses Zeug schon hier unten? Zumal die Zigarettenstummel sehen relativ frisch aus, oder? Vorsicht, da ist ein Loch. Oder? Okay, das hilft. Ist der Berg voller Wut? Diese Aura ist meine einzige Spur. Das ist purer Zorn. Na, wird jetzt lustig. Okay, Jungs, wir sind nah dran. Höllentaucher auf ewig, was, Jet? Wir graben so tief, bis wir am Bett des Teufels stehen. Verdammt richtig. Das ist es. Das ist, was Typhon begraben wollte. Der Boden hier ist ganz schön feucht. Jet, das müssen wir melden. Die Grabung ist im Arsch. Nichts ist im Arsch.
Aber wir haben keine Pumpen, keine... Meine Teams haben noch nie eine Grabung abgebrochen. Wir beenden den Job. Sachte weiter, sachte. Was verdammt? Los, Beeilung! Räumt den Tunnel! Der Funk da! Jet! Fuck! Jet! Jet! Er hat sie alle in Gefahr gebracht. Wir müssen weiter! Los! Da hinten sind noch ein paar Männer. Sie werden ertrinken. Ja, und das werden wir auch, wenn wir uns nicht verpissen. Trifft die Entscheidung, Jet! Gott verdammt! Gott verdammt! Alle! Raus! Sofort! Riecht wie Feuerwerk. Dort muss Typhon gesprengt haben. Papa? Warte, was? Unser Vater ist hier gestorben. Jack! Komm zurück! Ja, Jack, du Mistkerl! Jen, du musst aufhören, Mann. Jen! Fick dich, Jen! Komm zurück! Es ist vorbei, Jen. Er kommt nicht zurück. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid. Jetzt sind wir sauer. Denn das ist nicht okay. Scheint jetzt eine Erinnerung zu fehlen. Eine. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich noch gesagt, ich traue mich wirklich. Square Enix, nicht schlecht gespielt. Ich dachte, ich hätte mich getäuscht. Und während meiner Zeit hier habe ich erfahren dürfen, was Haven zu diesem besonderen Ort macht. Mhm. Es ist ein Blumenladen, der von mehreren Generationen geführt wird. Ein Barbesitzer, der wirklich jeden seiner Gäste mit Namen begrüßt. Es ist eine Frühlingsfesttradition, die seit 100 Jahren besteht. Geschichte, Loyalität, Stolz. Dies sind die Werte, die Haven definieren. Und es sind dieselben Werte, auf denen Typhon aufgebaut wurde. Und genau deshalb ist unsere Partnerschaft so erfolgreich. Es ist mein Privileg, Typhons Engagement für Haven zu erneuern. Wir glauben fest an diese Gemeinschaft und freuen uns ungemein auf ihre Zukunft. Danke, Diane.
Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir es nun endlich offiziell machen wollen. Also Zeit für die Abstimmung. Und dann Mittagessen. Hallo, die Toten sind wieder da. Na, Held? Alex, oh mein Gott, mir geht's gut. Was redest du da? Du musst sofort zum Arzt. Ich bin jetzt zum Arzt. Mir wird's nicht gut gehen. Er ist der Mörder meines Vaters. Mir geht's nicht gut. Ich habe etwas rausgefunden, das du hören musst. Tut mir leid. Was? Alex, du bist verletzt. Ja, später. Brauchst du Hilfe? Wir können dir ein Krankenhaus. Tyler hat euch alle angelogen. Genau wie Jet Lucan. Alex, was ist los? Sorry. Fick dich. Was ist passiert, verdammt? Ich war gestern Nacht unten in der Mine. Ich habe gesehen, was Typhon seit 11 Jahren versteckt. Jet Lucan ist kein Held. Die ganze Geschichte ist eine Lüge. Jet hat den Unfall verursacht. Und dann ließ er 7 seiner Männer im Stich. Er ließ sie ertrinken, um sich selbst zu retten. Da unten waren Fotos von meinem Bruder und mir im Dreck. Denn einer der Minenarbeiter war mein Vater. Typhon wollte es geheim halten, um diese Abstimmung nicht zu gefährden. Alles, was sie interessiert, ist, mehr Geld zu machen. Sie tun, was immer nötig ist, um diese Erweiterung durchzuboxen. Also wollten sie die Beweise begraben. Um keinen Preis sollte die Sprengung verhindert werden. Nicht einmal, wenn 4 Menschenleben auf dem Spiel standen. Darum musste Gabe sterben. Jet wusste es die ganze Zeit. Er vertuschte die Wahrheit über die Vergangenheit, über Gabe. Und als ich es herausfand... Naja, seht mich an. Er wollte mich auch töten. Warum sagt niemand von euch etwas? Wussten das etwa alle? Wir wollen dir die Peinlichkeit ersparen, Alex. Ja, genau. Diese Anschuldigungen sind... Sie sind irrsinnig. Und der Versuch, in die Mine zu gelangen, war, naja, offensichtlich sehr gefährlich und außerdem absolut illegal. Aber wir alle haben Verständnis für deine Situation. Du hast so viel durchgemacht. Dein Bruder war der Einzige, den du noch hattest. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du dir eine Erklärung für seinen Verlust wünschst. Anscheinend müssen wir unsere Kräfte etwas, das dir Trost spendet und, naja, dein Leben weniger unfair wirken lässt. Warum sagst du nicht einfach die Wahrheit? Du hast deinen Abgang von Typhon doch eh geplant. Was? Du hast nicht gedacht, dass es so weit kommen würde. Du willst das doch gar nicht. Das ist dein Weg da raus. Dad, hast du irgendeine Ahnung, wovon Alex redet? Nein, hab ich nicht. Ich habe versucht, für Alex da zu sein, seit Gabe gestorben ist. Ich dachte, dass ich eine Vaterfigur für sie sein könnte.
Ich kann nur annehmen, dass Menschen, die leiden, es manchmal an denen auslassen, die helfen wollen. Du hast versucht, mich umzubringen. Wie kannst du da stehen und solche Sachen sagen? Alex? Du bist ein Monster. Bitte. Ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren. Ihr alle vertraut ihm. Das habe ich auch. Aber ich sage die Wahrheit. Ich glaube dir. Selbstverständlich. Ich möchte gerne etwas sagen. Diese junge Dame kam als Fremde nach Haven. Aber über die letzten Wochen wurde sie zu einer von uns. Nun, ihre Geschichte klingt vielleicht unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich. Aber sie verdient es, dass ihre Behauptungen zumindest untersucht werden. Da kommt der Polizist ins Spiel. Wir sollten sie ernst nehmen. Ducky, das ist nicht hilfreich. Aber? Alex, Liebes. Manchmal spielt uns unser Verstand einen Streich. Dich trifft überhaupt keine Schuld. Man braucht Mut. Jemanden um Hilfe zu bitten. Alles allein schaffen zu wollen. Ach. Nein. Das solltest du dir nicht aufbürden. Wir haben ihr geholfen. Wir alle sorgen uns um dich. Lass uns dir helfen. Charlotte? Ihr habt mich verkackt? Nein. Lass mich. Ich will nichts mehr davon hören. Was ist mit Gabe? Was hast du denn vor? Typhon fertig zu machen? Das bringt ihn nicht zurück. Alles geht den Bach runter, wenn du damit zu tun hast. Für die Emotionen. Mit dir stimmt was nicht, Alex. Und jetzt stimmt mit mir was nicht. Ich kann dir nicht helfen. Ja, wir sind daran schuld. Die Scheiße von uns. Ich habe auch echt gehart, damit ihre Emotionen zu nehmen. Ist gut, Alex. Ich mach das. Oh, verdammte Scheiße. Ich habe einen USB-Stick voller Aufnahmen. Ja. Darüber haben wir gestern gesprochen. Ihre Vorgesetzten haben den Fall abgeschlossen. Niemand hat hier Zeit für Verschwörungen. Ja. Du versuchst, dich wieder rauszufinden, ne? Ich kenne deine Spielchen. Ich Fordere weiß, mich was... nicht heraus, Jason. Weißt du was? Ich habe keine Angst mehr vor dir. Nicht vor dir, nicht vor Typhon. Okay, das reicht. Deputy Pike, haben Sie ein persönliches Problem mit mir? Darauf kannst du einen lassen. Jason! Nun, angesichts dessen, dass Ihr Urteilsvermögen in dieser Angelegenheit emotional beeinträchtigt ist, sollten Sie sich vielleicht... Oh, lass den Scheiß! Wenn du glaubst, dass du mir den Mund verbieten Jason, ich denke, du beruhigst dich besser. Ich würde gerne erneut etwas sagen. Es beunruhigt mich, dass ein abstimmendes Mitglied dieses Rates... Es tut mir wirklich leid. Das ist absoluter Bullshit. Ach ja. Das glaube ich nicht. Lächerlich. Wieso tust du das? Was? Mein Dad ist kein Mörder. Hattest du Angst, dass Typhon davonkommt? Suchst du deshalb einen Sündenbock? Ich dachte, wir stehen das gemeinsam durch. Für Gabe. Ryan. Nein. Ich werde das nicht mehr zulassen. Ryan,
Was soll das? Ja, er ist dein Vater, aber sieh sie dir an. Warum sollte sie sich das ausdenken? Das geht zu weit. Alex ist fast gestorben. Das ist nicht wahr. Fick dich, Ryan! Nach all dem, was war? Echt jetzt, fick dich! Hör auf.